So, und weiter geht's mit Let's Play against Sherlock Holmes Hack Jack the Ripper. Wir waren damit stehen geblieben. Nein. Wir waren stehen geblieben, dass wir zu Dr. Gibbons mussten. Um mehr über die Krankheit des Katzenfutter. Über die Krankheit der Tochter vom Katzenfutterhändler herauszukriegen. Ich sollte Dr. Gibbons einen Besuch abstatten. So. Dr. Gibbons. Guten Abend, Doktor. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Sherlock Holmes, ein Freund von Dr. Watson. Ah, richtig. Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich mache gerade sauber. Mit einer Spritze in der Hand. Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über einen gewissen Mr. Hardyman reden will. Einen Katzenfutterverkäufer. Er hat vor kurzem seine Tochter und seine Frau verloren. Ja, ich kenne ihn. Wahrlich eine Tragödie. Ich dachte, Sie können mir vielleicht etwas über die Krankheit erzählen, die seine Tochter dahingerafft hat. Die Krankheit hat wohl deutliche Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Ich will gleich auf den Punkt kommen. Wir reden hier von Syphilis, Mr. Holmes. Wie Sie sicher wissen, wird Syphilis durch intimen Kontakt übertragen. Aufgrund der großen Anzahl von Prostituierten kann sich diese Krankheit hier in der Gegend ungehindert ausbreiten. Der Erreger breitet sich langsam über den gesamten Organismus aus und zerstört ihn. Am deutlichsten sind die Symptome als Pusteln oder Läsionen im Genitalbereich und Gesicht erkennbar. Manchmal rafft diese Krankheit ganze Familien dahin. Der Vater steckt sich bei einer Prostituierten an und überträgt den Erreger auf seine Frau, die wiederum ihre Kinder ansteckt, sei es während der Schwangerschaft oder beim Stillen. Hier in der Gegend ist das keine Seltenheit. Bei manchen Kindern mit angeborener Syphilis, wie auch bei der Tochter von Mr. Hardyman, kommt es zu Missbildungen im Gesicht, was nicht nur den baldigen Tod ankündigt, sondern auch Schande über die Familie bringt. Mhm. Missbildungen im Gesicht? Ja, ich zeige Ihnen eine Fotografie. Sieht man ein Gesicht wie dieses, weiß man genau, wo die Ursache dafür liegt. Die Augenlider scheinen zu fehlen, ebenso wie die Nase. Die Wangen sehen so aus, als wären sie mit einem Messer verunstaltet worden. Dieser Verlust der Gesichtsstruktur ist oftmals das Geschenk des Vaters an seine Kinder. Kann ich diese Fotografie mitnehmen? Ich sollte sie eigentlich vernichten, aber wenn sie ihren Besitzer dazu veranlasst, vor einem leidenschaftlichen Abenteuer noch einmal gründlich darüber nachzudenken? In diesen Fällen scheine ich immer die richtige Entscheidung zu treffen. Danke, Doktor. Ja, das erinnert uns doch sehr an das letzte Mordopfer. Tja. Ich bin lange genug die Straßen von Whitechapel auf und ab gegangen und sollte in die Baker Street zurückkehren, um über die neu gesammelten Fakten nachzudenken. So. 15. Oktober. Gucken, wann wurde die letzte Leiche gefunden? 9. November. Guten Tag, Holmes. Guten Tag, Watson. Hören Sie, Holmes, ich weiß, ich hätte eigentlich früher kommen sollen, um Sie über meine Nachforschungen in Kenntnis zu setzen. Aber dieser Fall ließ mich meine Patienten und meine Frau mehr vernachlässigen, als mir ehrlich gesagt lieb war. Ich konnte mich die letzten Tage um diese Dinge kümmern und bin wieder bereit, die Ermittlungen voranzutreiben. Sie müssen sich nicht rechtfertigen, Watson. Auch wenn ich Sie als Beobachter dulde und Sie mir gelegentlich mit einfacheren Arbeiten unter die Arme greifen, möchte ich Sie dennoch daran erinnern, dass Sie bei diesem Fall keinesfalls unverzichtbar sind. Oh, Sie dulden mich als Beobachter. Das geht zu weit, Holmes. Nun gut, Herr Detektiv. Trotz meiner Abwesenheit habe ich an diesem Fall gearbeitet, dabei meine Ehe aufs Spiel gesetzt und schließlich einen vertraulichen Brief in die Hände bekommen. Sein Inhalt ist äußerst brisant und betrifft Dr. Tumblety und seine Gebärmuttersammlung. Lassen Sie mich sehen. So, das vorgelesen könnt ihr entweder euch jetzt hier selbst durchlesen.
Und der guckt in den entsprechenden Part in dem anderen Let's Play rein. Und beim ersten, da lese ich euch das ja vor. Ausgezeichnet. Dieser Amerikaner könnte uns noch von großem Nutzen sein. Das ist richtig und noch nicht alles. Ich habe Nachforschungen angestellt und bin dabei auf eine Krankheit gestoßen, die Symptome im Genitalbereich hervorruft und in bestimmten Fällen auch zu Missbildungen im Gesicht führen kann, die den Verletzungen ähneln, die der Mörder dem letzten Opfer zugefügt hat. Der Name der Krankheit lautet Syphilis. Und diese Missbildungen treten bei betroffenen Kindern auf. Das weiß ich bereits seit Tagen, Watson. Wirklich? Hören Sie zu, Watson. Da Sie jetzt eh schon hier sind, können wir auch unsere Ermittlungen vorantreiben. Erinnern Sie sich an die Karte, auf der wir die Wohngegend des Mörders eingezeichnet haben? Ich denke, wir sollten dort ansetzen. Ich habe von einem anderen Mordfall erfahren, der vor dem Mord in der Bucks Row verübt wurde. Ort des Verbrechens waren die George Yard Buildings. Wir sollten den Tatort auf der Karte vermerken und überprüfen, ob er im vermuteten Wohnbereich des Täters liegt. Wir müssen den Mord an Martha Tabram in den George Yard Buildings auf der Karte vermerken. Ja, dazu habe ich natürlich jetzt nichts. Ich habe nur was zu diesen sogenannten kanonischen 5 rausgesucht. Dazu findet ihr auch Sachen auf wikipedia.de und jackripper.de. Hier wurde Martha Tabram ermordet. Es gibt keinen Grund, den Tatort aufzusuchen, da ich bereits alle Informationen habe, die wir in dieser Angelegenheit brauchen. Wie Sie sehen, wurde dieser Mord in der Gegend begangen, in der wir den Wohnort und sicheren Rückzugspunkt des Täters vermuten. Allerdings gibt es zwei große Unterschiede zwischen dem Mord an Martha Tabram und der Ermordung von Polly Nichols. Beiden Opfern wurden nicht dieselben Verletzungen zugefügt. Und der zweite Unterschied? Der zweite Unterschied beruht auf dem Gutachten eines Arztes. Dieser behauptet, dass zwei Waffen benutzt worden sein könnten. Und wenn man in diesem Geschäft einer Berufsgruppe nicht blind vertrauen sollte, dann sind das die Ärzte. Nicht wahr, Watson? Passen Sie bloß auf, Holmes! Der Mord an Martha Tabram wurde in einer Gegend verübt, aus der der Mörder, seine Feigheit ist unumstritten, schnell fliehen konnte. Einer Gegend in der Nähe seines Wohnorts. Seinen zweiten Mord musste er weiter entfernt von seinem Wohnort begehen, damit die Polizei nicht beide Fälle miteinander in Verbindung bringt. Da sich sein letzter Mord als ineffektiv erwiesen hat, brach er für seine weiteren Morde in unterschiedliche Richtungen auf, jedoch ohne sich weiter als zwingend notwendig von seinem Wohnort zu entfernen und stets mit seiner Flucht im Hinterkopf. Mein lieber Watson, wir wissen jetzt, wie dieser Mann aussieht, in welcher Gegend er wohnt und dass er direkt oder indirekt von Syphilis betroffen ist. Lassen wir auch die anatomischen Kenntnisse nicht außer Acht, über die er höchstwahrscheinlich verfügt. Aufgrund seiner wohl niedrigen gesellschaftlichen Stellung ist es sehr wahrscheinlich, dass er Metzger ist. Allerdings ist es durchaus möglich, dass er mittlerweile einen anderen Beruf ausübt. Vielleicht war er auch Arzthelfer, wer weiß. Um Klarheit zu schaffen, brauchen wir die Zeugenaussage des anderen Josephs, sowie die von Dr. Tumblety. Wie sollen wir vorgehen, Holmes? Da uns eine Zusammenarbeit mit der Polizei nicht weiterbringen würde und sowieso nicht möglich ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten, Watson. Warten und hoffen, dass wir mit diesen beiden Männern reden können, bevor der Mörder wieder zuschlägt. Ach, endlich! Das war ein langer Arbeitstag. Ein Tag vor dem letzten Mord. Wie geht es Ihnen, Holmes? Gut, Watson, gut. Ich vermute, Sie haben immer noch keine Neuigkeiten aus Whitechapel. Nein, Watson. Fast ein ganzer Monat ist verstrichen. Wer weiß. Vielleicht hat sich unser Mörder selbst gerichtet, weil er sich seiner Schandtaten bewusst wurde und ihn Schuldgefühle plagten. Auf keinen Fall, Watson. In der Angelegenheit mit der Niere, die als Päckchen verschickt wurde und große Aufmerksamkeit in der Presse erregt hat, haben Sie nichts unternommen. Warum nicht? Als der Mörder die Kreidenachricht an die Wand geschrieben hat, wollte er großen Schaden anrichten. Der dem Päckchen beiliegende Brief war jedoch nur für einen bestimmten Empfänger gedacht und sollte bei dieser Person Empörung auslösen. Der Mörder hat bisher nie etwas getan, das nicht auch einen Nutzen bringt. Um zu belegen, dass die Kreidenachricht in der Goulston Street von ihm stammt, hat er einen eindeutigen Beweis zurückgelassen.
das Stück der Schürze. Kann man diese Niere wirklich als ebenbürtigen Beweis ansehen? Das weiß ich nicht. Ah, die Zeit ist gleich. Aber ich weiß, dass sich unzählige Briefe auf Ihrem Tisch stapeln. Wäre es nicht an der Zeit, sich eines anderen Falls anzunehmen? Keinesfalls, Watson. Ich glaube, dieser Joseph scheut davor zurück, mich zu treffen. Wahrscheinlich fürchtet er sich vor dem Mann, den er gesehen hat. Ein Mann, der berüchtigt ist für seine Grausamkeit und seinen Hass gegen die Juden. Leute wie diese gibt es in Whitechapel sicher viele. Aber ich habe dennoch Hoffnung. Und was Dr. Tumblety betrifft... Wir haben ihn gefunden, Mr. Holmes. Wir haben ihn gefunden. Wen meint der Junge? Dr. Bumblebee. Er wurde von den Bullen eingelocht, aber sie haben ihn wieder laufen lassen. Und er hat sich immer umgesehen, als hätte er große Angst. Der will sich aus dem Staub machen. Watson, das ist die Gelegenheit. Das Spiel hat wieder begonnen. Hoffen wir, dass Tumblety seinen riesigen Koffer holt. Und du, mein kleiner Freund, vielen Dank, dass du mir die Last von den Schultern genommen hast, die ich fast einen Monat lang zu tragen hatte. So, wir müssen nach Whitechapel. Sofort. So, aber ich muss ja den Schnitt machen, fällt mir gerade ein. Ah! Schnitt, Schnitt, Schnitt. Schnitt, 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 Schnitt. Ja, Schnitt!